In diesem Video zeige ich Ihnen die Anwendung vom perspektivischen Schnitt. Wir ziehen im Grundriss einen Markierungsrahmen auf, so dass Sie das Gebäude an gewünschter Stelle im 3D-Fenster geschnitten sehen können. Um über alle Geschosse schneiden zu können, wählen wir den dicken Markierungsrahmen. Ich habe vorgängig schon eine Kamera gesetzt, welche ich auf der gewünschten Höhe platziert habe. Achten Sie darauf, dass die Kamerahöhe und die Zielhöhe identisch sind, um horizontal in das Gebäude zu sehen. Öffnen Sie nun die Kamera im 3D-Fenster. Durch einen Rechtsklick ins 3D-Fenster können Sie ein neues 3D-Dokument erstellen. Sichern Sie das 3D-Dokument mit einem Rechtsklick auf das Tab als Ausschnitt ab. Mit Rechtsklick auf den Ausschnitt können wir in den 3D-Dokumenteinstellungen die Modelldarstellung definieren. In unserem Fall wählen wir einheitlicher Stift, Farbschraffur nicht schattiert. Sie können nun den perspektivischen Schnitt ausarbeiten, ergänzen und zum Beispiel mit einer grafischen Überschreibung das Oberflächenmaterial Glas hervorheben. Verwenden Sie den perspektivischen Schnitt, um Ihr Projekt perfekt in Szene zu setzen.